Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Decepticons Space Case. Space Case wird geliefert in einem schönen Blau, ein Jet, wo ich sagen muss, er gefällt mir überaus gut. Space Case ist allerdings ein Repaint, eine Neuauflage einer Movieline-Figur, die schon bereits im Jahr, jetzt muss ich schätzen, ich glaube Ende 2012 herauskam. Es ist eine Figur, die nennt sich Terra Dive und wird komplett in orange-schwarz gehalten. Anscheinend in blau-schwarz. Und auch, was bei der anderen Figur fehlt, sind diese ganzen Decepticon-Abzeichen und Schriften etc. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, diese Figur gefällt mir sehr gut, besser sogar als die ursprüngliche Figur, mag aber vielleicht an der Bemalung liegen, ich weiß nicht ganz genau. Die Figur selbst wird geliefert mit einem schönen Comic, was nochmal den Charakter explizit erklärt. Ja, was soll ich schon groß zu der Figur sagen? Wie gesagt, diese Figur, ich zoome gerade mal heran, wird geliefert mit diesen cybertronischen Zeichen hier überall. Auf der ganzen Figur zu finden. Überall hier. Vorne nochmal auf den Flügeln. An der Seite schön mit roten Blitzen. Das Decepticon-Symbol auch sehr edel gemacht, auch mit diesen drei roten Blitzen. Scheint eine Formationsmarkierung zu sein. An der Seite die Beine vom Robotermodus sieht man, was allerdings im Jet-Modus mich noch nicht mehr stört. Ich weiß nicht, es passt einfach perfekt ins Bild. Unten drunter ist der Speer oder auch ausgeklappt Dreizack. Die Triebwerke hier oben auch schön modelliert. Natürlich hat die Figur auch hier und vorne ein Triebwerk. Eine Landestütze. Ich komme manchmal ein wenig mit den Begriffen durcheinander. Ich nehme jetzt einfach mal die Waffe kurz ab, damit ich die Landestützen auch einfahren kann. So. Die Figur, wie gesagt, ist sehr schön gestaltet. Allerdings hat sie im Jet-Modus ein kleines Manko. Ich weiß nicht, ob es jetzt so bei meiner Figur nur ist oder auch bei anderen. Die Flügel und Beine lösen sich leider ziemlich leicht. Deswegen müssen sie hier unten, man sieht es, diese kleinen Stifte, müssen hier vorne in die Beine wieder gesteckt werden und befestigt werden. Bei mir sind die Stifte scheinbar ein wenig zu klein oder zu dünn, weswegen es auch nicht hält. Und hier oben muss auch wieder richtig eingerastet werden. Aber ansonsten, wie gesagt, eine super Figur. Wir kommen jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist relativ simpel. Dazu lösen wir die Flügel komplett einmal mit den Beinen, klappen sie runter, damit sie erstmal zur Seite sind. Dann hier oben die Arme auseinanderklappen. Dafür müssen aber diese braunen Teile einmal separiert werden. Die werden nämlich hier unten, ihr seht hier einen Schlitz und hier ist dieser Pin, zusammen festgehalten. Einmal rumdrehen, dann die Triebwerke lösen, das wären dann die Arme. So. Dann einmal dieses ganze Teil rumdrehen. So. Dann diese Klappe hochklappen. Den Kopf einmal rumklappen. Auch ganz simpel. Dann einmal dieses ganze Rückenteil so herumdrehen. Dann runterklappen. So. Schwarze Teil nach oben klappen. Und jetzt der Brustkorb ist ein wenig komplizierter. Einmal hier unten vorsichtig lösen, das Unterteil. Nach vorne ziehen und einmal herumklappen und nach oben schieben. Allerdings, fällt gerade ein, eine Sache ist sehr wichtig. Am besten erstmal so in dieser schrägen Position lassen, denn hier außen sind quasi diese Hüftgelenke, die müssen hier drüber. Und jetzt könnt ihr es rumklappen. Ihr seht, sie klappen perfekt ineinander. So,
So. Dadurch wird quasi die Hüfte stabilisiert. Dann einmal die Innenflügel einmal rumklappen. So. Den Rücken einmal jetzt runterklappen. Und hier innen drin, ihr seht, da ist eine kleine Öffnung. Und hier ist ein Pin. Es wird quasi hier ineinander gehakt und es hält Bombe. So, anschließend hier oben die Schultern hier einrasten auf beiden Seiten. So. Dann diesen Haken, wo die Waffe dran befestigt ist, einmal komplett rumdrehen. Das ist wichtig. Anschließend die Flügel trennen. Das geschieht dadurch, hier vorne sind die Flügel auf kleinen blauen Ärmchen, die einfach einmal nach außen drehen. Die sind quasi hier vorne diesen Schlitzen drin, befestigt. Hier ist dieser Pack. Den einmal komplett um 180 Grad rumdrehen. Und hier unten seht ihr nochmal so einen Schlitz. Dort diesen Pack quasi befestigen. Und dann einfach den Flügel nach oben drehen. Das gleiche hier noch einmal, rumdrehen, befestigen und den Flügel nach oben drehen. So, anschließend die Füße hier unten auseinanderklappen. So, hier ebenso. Und schon sind die Beine verwandelt. Anschließend die Arme auseinanderklappen, die lassen sich seitlich auseinanderklappen, das heißt, so nach oben klappen, die Arme nach oben ziehen, die sind nämlich hier auf diesem Stiftgelenk drauf und dann nach außen drehen und wieder zuklappen. Und schon haben wir die Hände. Man kann natürlich auch, wenn man eine Schusswaffe haben will, so finde ich es ganz stylisch, die Hände im Mega Man-Stil quasi ja, belassen. Und dann hat er quasi hier in den Händen die Waffen. Finde ich ganz sinnvoll. Ist aber jetzt nur ja, von mir so erdacht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch die offizielle Lösung wäre, weil die Figur wird ohne Schusswaffe geliefert, was ich sehr schade finde. So, und schon ist Space Case verwandelt. Das war's auch schon. So, die Waffe von Space Case, wie gesagt, hat unter dem Flugzeug gesteckt. Die ist auch verwandelbar. Das heißt, wir klappen einmal hier unten, ist diese Figur, oder wie gesagt, dieser Schaft einmal fest. Ihr seht, hier ist ein kleiner Pin, der ist hier unten drunter befestigt. Den einmal so herumklappen. Dann ist die Lanze schon ziemlich groß und mächtig. Und jetzt einfach nach unten ziehen und auseinanderklappen. So. Wenn ihr die komplett nach unten zieht, hier unten sind kleine Packs, die aktivieren quasi das Auseinanderklappen, wenn ihr es richtig nach unten zieht. Ihr seht es gerade. Ja, und schon ist der Dreizack fertig. Hier vorne ist eine Spitze drin. Ich vermute mal, dass dies auch gleichzeitig eine Beschusswaffe ist. Wäre jedenfalls logisch, und das hier unten ist quasi wie so eine Art Karabinerhaken, wie es so quasi früher der Fall war. So, und dann könnt ihr Space Case diese Waffe in die Hand geben. Die Fäuste sind ziemlich groß. Es hat was damit zu tun, dass ihr quasi den Stab in die Hand gebt. Der hält dann nicht wirklich. Deswegen habt ihr hier unten stärkere und dickere Komponenten. Und die halten quasi den Dreizack dann richtig in der Hand. Das heißt, einmal über die dünne Seite ziehen und dann die Figur, die etwas dickeren Plastikstäbe festhalten lassen. Es ist ein bisschen wie verhext heute. Die Figur will nicht so. So, und jetzt haben wir es auch schon. Tja, und schon hat Space Case seinen Dreizack in der Hand. Die Verpackung mache ich jetzt mal zur Seite. So, ihr seht's. Sehr stylisch die Figur. Die Komponenten wie die Flügel an den Beinen klappen sehr gut zur Seite.
Passen sich sehr gut den Beinen auch an. Gefällt mir richtig gut. Die Arme, wie gesagt, auch sehr gelungen. Ihr seht hier ein doppeltes Ellenbogengelenk, was ich auch sehr sinnvoll von der Beweglichkeit finde. Und auch die Hüfte und der Torso sind sehr interessant gestaltet. Alleine hier vorne das Cockpit, was quasi von diesem Gitter quasi verschlossen wird. Und auch hier oben, ihr seht selbst das Decepticon-Logo, auch sehr schön aufgedruckt. Der Kopf ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Er wirkt anfangs wie, als wenn er einen Schnabel besitzt. Das ist allerdings nicht der Fall. Space Case selbst hat außen diese, ja, ich weiß nicht, ob es Antennen, Ohren, wie auch immer sein sollen. Auf jeden Fall, ihr seht selbst, er hat vorne ganz normales Mundvisier. Das erinnert mich sehr an Voltron, auch eine Figurenline von früher. Und wie ihr seht, hat er auch die Lightpipe-Funktion in den Augen. Der Kopf ist auf einem Kugelgelenk, was ich auch sehr cool finde. Er kann nach unten gucken, nach oben gucken, komplett den Kopf einmal drehen. Alles möglich. Dann die Waffe selbst. Muss einmal gelöst werden. So, ganz normale 360 Grad Drehung der Schultern ist möglich. Die Flügel hinten sind also nicht im Weg. Dann, ihr seht selbst, alles klappt sehr fein auseinander. Dann ganz normal seitlich Bewegung der Arme. Ihr könnt die Arme ganz normal drehen. Dann, wie gesagt, das doppelte Ellenbogengelenk ist wegen der Transformation nötig, macht aber auch von der Bewegung her einiges her. Ich könnte die Figur viel besser bewegen, als wenn er ruft, trinkt, wie auch immer. Naja, egal, um lustige Szenen halt zu zeigen. Dann die Knie haben ganz normales Gelenk. Hüfte, wie gesagt, das ganz normale Gelenk hier unten. Drehen lässt sich das Gelenk in der Hüfte leider nicht. Das heißt also, seitlich drehen ist nicht möglich. Die Füße hier unten lassen sich nur ganz bedingt anwinkeln. Ja, und das war es eigentlich auch schon von der Beweglichkeit. Space Case, wie gesagt, also mir gefällt er sehr. Im Fahrzeugmodus würde ich ihm die vollen 10 Punkte geben. Und im Robotermodus ebenso. Eine, ja, wie würde man so sagen, eine geile Sau. Einfach nur ein cooler Charakter, gefällt mir sehr. Die Waffe, das ist noch ein kleines Gimmick, was ich sehr interessant finde, kann genauso wie im Fahrzeugmodus verstaut werden. Das heißt, wenn ihr diesen Dreizack einfach zusammenklappt, den Dreizack so zusammenfaltet, könnt ihr ihn auch ganz normal hinten an der Schulter befestigen. So. Und schon hat er ihn quasi auf dem Rücken. Was ich auch ziemlich geil finde. Ihr könnt ihn allerdings auch komplett auf dem Rücken verstauen. Was allerdings in meinen Augen nicht ganz so toll aussieht. Ihr könnt ihn quasi so befestigen oder auch nach oben. Müsst ihr aber in die untere Seite des Speers nehmen. Und dann könnt ihr ihn so verstauen. Sieht zwar von hinten besser aus, allerdings ja von vorne macht es einen etwas merkwürdigen Eindruck. So, stellen wir die Figur erstmal zur Seite. Kommen wir bitte noch einmal dann zur Packung. Die Packung wird ganz normal standardmäßig gehalten in dem Transformers Movie Look. Das heißt, unten ganz normal Fahrzeugmodus und der Robotermodus mit dieser schönen Lanze. Und hier steht es auch, der Speer wird zum Dreizack durch dieses nette Automorph-Feature. Und natürlich dann oben noch sein typischer Text. Cybertronische Zeichen sorgen dafür, dass Space Case überlebt. Diese cybertronischen Zeichen, was ich auch sehr schön finde, sind hier oben auf dem Decepticon-Symbol auch überall zu finden. Was ich auch, muss ich zugeben, richtig geil finde, weil das sieht man so nicht bei den anderen Figuren. Scheint nur bei ihm jetzt speziell der Fall zu sein.
Und was mir auch an dieser Figur sehr gefällt, ist, diese Packung hat standardhalber erstmal den Kopf von ihm im Movie-Design. Natürlich ist das Comic im klassischen Transformers-Comic-Stil gehalten, also nichts Besonderes. Aber hier sieht man nochmal, wie sein Mund effektiv auseinanderklappen würde, wenn er jetzt in dem Film drin vorgekommen wäre. Was ich auch sehr schön finde, was man jetzt allerdings nicht so gut sieht, diese Packung ist in einem Silber-Metallic komplett gehalten. Auch hier vorne das Logo, was ich auch sehr schön finde. Warnzeichen ganz normal. Ja, und unten drunter Bumblebee nochmal in der speziellen Version mit Waffen. Und hier vorne sieht man nochmal ganz groß mit Comic. Ja, die Figur ist aus Dark of the Moon. Sehr schön, wie gesagt. Ich überlege mir, ob ich Terror Life mir zum Vergleich auch noch zulege. Einfach nur, um sie beide nebeneinander stehen zu haben. Gefallen mir halt. Ich bin auch ein absoluter Fan von Starscream und seinem elitären Team von Fliegern, die alle ihm so ziemlich ähnlich sehen. Einfach nur geil. Und ich denke mal, wenn dieser Flieger noch mit dazukommt, dann ja, machen sie in der Vitrine erst recht viel her. Diese Figur hat von mir insgesamt 10 von 10 Punkten verdient. Wer sie haben möchte, bitte bei eBay Ausschau halten. Ist mittlerweile relativ schwer zu bekommen. Jedenfalls zu günstigen Preisen. Allerdings kann ich es nur jedem wärmstens empfehlen. Weil, ganz ehrlich, wer hat schon so eine Transformers-Figur schon öfters mal gesehen mit durchsichtigen Teilen? Egal ob Kopf, Flügel, Arme, alles schön im durchsichtigen Stil gehalten und trotzdem in so einem milchigen Plastik. Und dadurch sieht man die Komponenten zwar, allerdings ja nicht so sehr, dass es mich jetzt stören würde. Wie gesagt, 10 von 10 Punkten mit einer meiner liebsten Figuren. Terror Dive, wie gesagt, das war's so viel von meinem Review für heute. Es folgen heute noch 2-3 weitere Reviews. Die werde ich in den nächsten Tagen hochladen und wir sehen uns beim nächsten Review. Ich wünsche euch noch was. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.